Herzlich willkommen zu Let's Play LS17. Ja, wir spielen weiter auf der Map Silber Susum. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten den Düngerstreuer holen und dass wir anfangen können, unsere Pflanzen, die wir schon im Boden haben, die auch schon fleißig wachsen, zu düngen. So, dazu nehmen wir, würde ich sagen, unser schöne Düngerstreuer. Ich würde sagen, wir können ihn auch noch ein Gewicht vorne dran hauen, wenn wir ihn gleich voll machen. Da müssen wir sowieso mal gucken, ob der überhaupt... Kann er vorne gar nicht? Doch, kann er. Dann müssen wir mal gucken, ob der überhaupt Kalk laden kann. Das weiß ich gar nicht. Das sehen wir gleich, ob die gute Amazone überhaupt Kalk laden kann. Das sehen wir jetzt gleich. So. Was war das denn? Ja, ne? Nee. Das ist Licht. Müssen wir die wieder per Hand. Was war denn Gurt lösen? Ja, ne? Ja. Er. Jetzt hänge ich hier fest. Was ist das denn? Okay. Er. Und wieder er. So. Abkuppeln. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir unseren ersten Kalk da unternehmen. Von unseren guten Hänger, den wir auch verkaufen werden, weil ich bin nicht mehr so zufrieden mit dem. So, zack. Wow. Okay. Ihr seht es, er ist sehr instabil. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Er nimmt Kalk. Das ist sehr schön. Wie viel ist denn da drin? Okay, fast voll. Dann können wir... Ein bisschen können wir noch reinfüllen. Dann können wir noch ein Paket holen. So. Was war das denn? Ich dachte, wir hatten ihn. So, jetzt haben wir ihn. Ich muss sagen, mit den Big Packs funktioniert das besser. Ich glaube, bei denen werden wir auch bleiben. So, das passt. Ich würde sagen, weil wir das hier gerade derzeit gar nicht brauchen, können wir hier die guten Pakete reinstellen. Hier. Und ich sehe gerade gar nichts. Das wollten wir nicht. Okay. Das war daneben gefahren. So, da steht. Ist auch nicht so ganz so gut, wie ich wollte, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, wollen wir wirklich den nehmen? Ja, komm. Kommt ja auch mal in Einsatz. So, dann wollen wir mal. Gehen wir mal auf Düngen und Sehen. Feld 49. Machen wir ein Vorgewinde. Ja, ein Vorgewinde. Position Nordwest Richtung Osten. Sehr schön. Und nochmal. Und Start. Sehr schön. Er fährt.
So, dann wollten wir. Das ist echt doof. So ein bisschen ranschieben. Das wird aber auch nicht besser, ne? Egal, vielleicht können wir die auch so dann aufladen. Probiere ich die zwei noch abzuladen und dann werden wir ihn mitnehmen und gleich verkaufen. Kriegen wir ein bisschen mehr Geld für den alten Hänger. Wie? Saatgut, Dünger ist alle. Der kann doch nicht bis hier so viel rausgehauen haben. Okay. Der ist ja gerade erst losgefahren. Das kann doch so nicht sein, oder? 900? Okay, das ist echt viel, ne? Was er. Wir werden es halt selber machen. Wollen wir jetzt mal gucken, ob wir einfach ranfahren können und das direkt so laden. Fahren wir gleich mal hier rein. Okay, das können wir so laden. Dann gucken wir jetzt mal selber. Aber der kann doch nicht so schnell alle sein. Passt noch 1000 rein. So. Und los geht's. Einen guten MB-Truck. Dann müssen wir mal rauszoomen. Dann sehen wir schon, wo wir waren. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie weit wir kommen. So, dann wollen wir mal. Echt? Was ist das denn? Warum geht denn das so schnell runter? Das verstehe ich nicht. Da muss ich, würde ich sagen, da holen wir uns, weiß ich nicht, testen gleich mal einen anderen. Ich glaube, das ist ein Mod, die wir haben. Die haut mir viel zu viel raus. Aber das ist ja. Das ist in der Sekunde 2%. Locker. Also da muss doch irgendwas falsch laufen. Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Irgendwas passt da ja gar nicht. So. Und jetzt sind wir schon. Das passt doch irgendwie. Da passt doch irgendwas nicht. Dann werden wir das. Plan B. Wir fahren jetzt erstmal vom Feld und dann gucken wir mal kurz in den Shop. Nee. Ich dachte, wir nehmen eine passende zu unserer Sämaschine, aber die ist ja übertrieben. Das finde ich nicht schön. So. Dann wollen wir mal kurz gucken. Garage. Wo ist sie denn hier? Doch, das ist ein Mod. Nee, die haut mir zu viel raus. Dann werden wir. Gut. Wir werden den Kollegen, den werden wir Hofhändler da einmal hinschicken. Nochmal. Hofhändler, genau. Na,
machen wir denn? Hofhändler, genau. Genau, jetzt geht's auch. Und genau. So. Dich wollten wir auch gleich machen. Die holen wir mal schnell hier runter. So. So, das haben wir runtergeholt. Und dich. Wow. Gut, ich lasse mal einfach da durchfallen. Dann die Gabel legen wir hier auch ab. Dich nehmen wir auch. Dann gucken wir auch mal mit dir hier rum. Und ich werde dann jetzt auch zum Händler schicken, direkt nochmal. Zack. Händler. Das Weg hoch anfahren. Der ist schon gleich da. Dann gucken wir gleich mal nach. Spritze nicht. Düngestreuer. 28.024 Meter. Die haben viel gekauft. Ich weiß gar nicht, warum die so viel verbraucht. Was macht die? 20 Meter. Na, wir brauchen schon, wo ein bisschen was reinpasst. Ne? 7.000, die ist zu schnell. Ja, wir kaufen uns jetzt die hier. Die Standard. Und dann gucken wir auch gleich nochmal nach einem vernünftigen Kipper. Ist das hier mit drin, dieser Plattenwagen? Oder habe ich den gar nicht aktiviert? Ich glaube, ich hatte den gar nicht aktiviert. Gucken wir mal bei Ballentechnik. Doch, hier ist er. Ich habe hier auch so einen großen, aber ich finde den zu groß für ein paar Ballen. Ah, no, so einen kleinen würde uns fast auch vielleicht reichen, ne? Ach, wir können auch den hier erstmal kaufen. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. So, okay. Entlassen. Ich glaube, das können wir hier gerade gar nicht verkaufen, ne? Ist zu. Aber wir können es ja hier abstellen. So, das kannst du behalten. Dich nehmen wir mit. So. Und dann werden wir... zack. Händlerhof aktivieren. Dich drehen wir schon mal. Das können wir auch ausmachen. Wir müssen auch schnellstmöglich weitermachen. So, der ist auch da. Das ist sehr schön. Entlassen. Händlerhof. Können wir schon mal anmachen. Das setzen wir hier ab. Dann nehmen wir unsere neue Gabel mit, die wir in der letzten Folge gekauft haben. Wir haben unser schönen Plattenwagen mit dem Drehschimmel, aber ich bin nicht so der Drehschimmel von, ne? Ich kann auch gar nicht wirklich so Drehschimmel fahren. Da müssen wir mal gucken dann, wie das wird. So, und zack, du sagst uns, wenn du da bist. Sehr schön. Jetzt gucken wir zu unserer Saatgutproduktion mal. Schon wieder ein bisschen. Zack, den können wir leer machen. Au.
auch sehr schön. So, ich nehme auch noch. So, was fehlt hier? Ist doch noch alles da. Gut, der kann weiter erstellen. Dich lassen wir hier mal stehen. Du kommst nach da. Euch würde ich sagen, die holen wir gleich mal raus. Hier können wir schon mal... wie war das denn? Die Wand setzen. Das 11? Nee. Genau, Wand bauen. Hier bauen wir schon mal die Wand. Dann wären wir also erst da. Das ist schön. Dann kommen gleich mal mit. Bin ich mal gespannt. Hier ein Flitzebogen. Den werden wir jetzt einfach mal auffüllen hier. Sonst kommen wir ja gar nicht mehr zur Potte. Wie 0,9% nur? Was ist denn jetzt los? Jetzt geht's. Lassen wir mal den Dünger rein. So. Auch schon der nächste fertig. Sehr schön, du kommst auch. Und nein. Du kannst auch nicht mitkommen. Den guten Wagen und Plattenwagen brauchen wir auch nicht immer. Aber ich finde der sehr groß. Den können wir eigentlich mal hier hinstellen. Hier stört er auch keinen. Zack, absetzen. Kommst mit. Fahren. So. Unfall, Unfall, Unfall. Das hat keiner gesehen. So. Das Wichtige ist jetzt den. Können wir erstmal also den brauchen wir gleich zu den Ballen holen. So. Ich stehe hier erstmal kurz ab. Dann wissen wir, was wir als nächstes mit dem machen. Geht das nicht mehr? Senken. Okay. Hoch. Zeigt das jetzt nur als Dünger an oder kann man auch jetzt nochmal Kalk drauf nehmen? Das weiß ich jetzt nicht. Ist das alles heute mal wieder ein bisschen komisch. So, hier müssen wir auch noch was drin haben. Ja, den können wir auch noch auffüllen. Ich glaube, der andere da ist, das war der Verbackte. Den müssten wir eigentlich auch komplett reinkriegen. Da bin ich mal gespannt. So, dann können wir schon mal gleich dünn wieder machen. Fast voll, ist okay. Feld. Das hier 49. Wir fangen Nordwest an. Genau, wollen Richtung Osten. Ein Vorgewinde haben wir gemacht. Schließen wir mal das Ganze. Da wir ja hier so ein Feld sind, dann fahren wir hier einmal kurz lang. Hoch und gucken, bis wohin wir waren. Also im Fahrt hier sehen. Aber wir machen das Feld jetzt noch mal schnell selber fertig. Und dann machen wir das aus. Ja, zack. Dann machen wir das Feld selber schnell fertig. Will mal jetzt wissen, ob das wirklich so schnell runtergeht. Ich glaube es ja nicht. Wir sind ja nicht mal um die Kurve gekommen. So, und an das gute Ding. Ja, das geht doch viel langsamer runter. Gut. Haben wir was gelernt. Der Mod
müsste noch mal ein bisschen repariert werden, weil ich glaube, selbst für echt ist das viel zu viel, was daraus geschossen kam für real life. Ihr wisst auch, was ich meine. Da müsst ihr mir ja, könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, was ihr dazu sagt. Dann würde ich sagen, dann machen wir das Feld noch schnell fertig und dann sind wir für die Folge auch schon gleich fast wieder durch. Na gut, mit 24 Meter, da kommt man hier schon. Da kommt man schon weit. Ah, wir müssen ein kleines Stückchen rüber. Wir nehmen nicht alles mit. Hier werden wir Ballen pressen. Jede Menge auf dem guten Weizenfeld hier. So, einmal rum. Dann werden wir nochmal hier gleich reinfahren. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Zack. So, rückwärts kann. Oh, dieser MB-Truck ist total schwerfällig, ne? Aber so richtig, das merkt man jetzt schon wieder beim Gas geben. Der ist so richtig schwerfällig. So. Und ein bisschen weiter rüber. So, passt das. Fahren wir jetzt noch bestimmt nochmal hoch. Also nochmal runter und nochmal hoch. Da haben wir das Feld auch fertig. Unser erstes Feld ist gedüngt. Ich wollte eigentlich zwei Düngestufen, das ging nicht. Ich konnte mir auswählen zwischen 1 und 3. Also haben wir jetzt eine Düngerstufe und wir spielen dafür auch mit Pflügen. Also wenn wir hier alles abgeerntet haben, ist das große Pflügen angesagt. So. Hier werden wir jede Menge Weizen raushauen. Viel werden wir auch in unsere Anlage kippen, dass das vorangeht. Deswegen, da müsste auch noch was drin sein. Da muss ich auch noch mal gucken. Also werden wir in unsere kleine Halle kippen. Dass wir das immer für die Tiere. Die Tiere brauchen, glaube ich, auch getrocknetes Getreide. Und da können wir mal ein bisschen Saatgut herstellen, so zwischendurch. Und dann haben wir mal so ein kleines Lager, wenn wir doch mal was Großes verkaufen. So. Also das geht auf jeden Fall viel besser mit der Spritze, mit dem Streuer hier. So, da müssen wir bestimmt noch anderthalb Mal fahren. Aber das ist nicht so schlimm. So. Ja, das war's dann gleich für die Folge. Ihr könnt mir ja mal Feedback geben, wie ihr das so findet, dass jetzt einmal die Woche eine Folge kommt. Vielleicht kommt auch mal öfters von LS17 mal eine Folge mehr raus, weil ich mal mehr Bock habe, auf das Spiel zu spielen. Ich bin derzeit testen am Livestreams, aber die sind immer derzeit irgendwie total verpixelt. Ich kenne mich nicht so gut mit dem Programm aus, dass ich sagen kann, an was es genau liegt. Ja, deswegen mache ich dann lieber ein, zwei Folgen mehr. Ja, was soll ich dazu sagen? Da kann ich nicht viel zu sagen, als es tut mir leid, ich würde ja gerne Livestreams machen, aber irgendwie geht das nicht. Ich habe keine Ahnung, da bin ich ehrlich. Vielleicht kennt sich einer von euch aus, kann ja mir mal in die Kommentare schreiben. Mit OBS nehme ich auf. Mein Upload, ich habe 12 Mbit Upload, das müsste eigentlich locker reichen für Stream. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, ich würde sagen, diesen kleinen bisschen da, was da jetzt noch übel ist, das lassen wir. Das ist okay. Brauchen wir jetzt nicht extra nochmal runterfahren. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder reinguckt. Und ich sage euch jetzt auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Bürgerim LP bei Let's Play LS17. Auf Wiedersehen. Tschüss.